Jetzt aber. Hallöchen zum dreijährigen Stream-Jubiläum. Ja, Herzog Truffe, man weiß nie bei manchen Leuten, ob man das nicht extra nochmal sagen muss oder nicht. Aber trotzdem schön natürlich, dass auch du da bist. Ja, dreijähriges Stream-Jubiläum. 2020 im Juni habe ich angefangen. Prinzipiell wird es wahrscheinlich sogar ein bisschen früher sein, aber ich habe mich entschieden, das dann zu machen, als ich mit Assassin's Creed 1 offiziell angefangen habe mit dem Streamen. Ich hatte da vorher schon ein paar andere Streams, vor allem mit dem Football Manager gemacht und ja, das ist jetzt da nicht mit involviert, weil ich die auch nicht auf YouTube hochgeladen habe, aber mit Assassin's Creed 1 habe ich damals angefangen, offiziell das Streaming-Business mehr oder weniger zu starten. Ich kann dann hoffentlich fürs nächste Jahr auch auf Twitch das einstellen, weil Twitch kann man ja Jubiläen jetzt auch no ganz neu einstellen. Allerdings war das für dieses Jahr jetzt nicht mehr möglich, weil der das Jubiläum auf den Tag setzt, glaube ich, an dem man sich registriert hat. Und fürs nächste Jahr kann ich ihn dann wenigstens so einstellen, dass es dann dem Zeitpunkt ist, wann ich will. Und zwar zum 2. Juli dann hoffentlich. Genau. So. Also, wir machen heute eine Clipshow mit all den Clips, die in diesen letzten 3 Jahren erstellt wurden von verschiedensten Leuten. Vielleicht ein bisschen mit Kommentar und alles drum und dran, wie sich's halt so gehört. Es sind über 270 und ja, über 270, genau. Wollte ich noch irgendwas dazu sagen? Lass mich mal kurz überlegen. Eigentlich nicht. Die haben zum Teil ziemlich verschiedene Schwierigkeitsmengen. Gott. Lautstärken. Ich versuche die natürlich immer wieder ein bisschen zu fixen, aber ja, durch Hallo dies. da. Hallöchen, Duschplay! Durch das Setup der 3 Jahre, die ich durchgegangen bin, ist das natürlich alles nicht einheitlich und deshalb, genauso wie mit Cam und so weiter und so fort, ich versuche es relativ schnell zu normalisieren, aber man weiß ja nie, was so kommt. Ist ja ganz normal. Ja. Okay, ich denke mal, damit haben wir jetzt alles, habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte fürs erste Mal. Und dann würde ich sagen, wir legen los. Dann machen wir die Bildschirmcapture an und dann können wir, glaube ich, auch schon loslegen. Da geht es ja eigentlich quasi auch schon los mit einem der allerersten Clips. Die sind übrigens nicht, die sind nicht nach Zeit sortiert. Ich habe da eine Software benutzt, bei der man alle Clips runterladen kann und die sind ja ganz komisch nummeriert oder ja, die sind einfach ganz komisch gemacht worden und ich musste ja da einige rausfiltern. Viele, die halt einfach nur ja, falsch gecaptured wurden, irgendwelche Startscreens oder so von einer halben Minute und so weiter. Ihr kennt das ja. Und ja, dann ist das übrig geblieben. Und ja, jetzt, das ist quasi wirklich einer der allerersten, wenn nicht der erste, der gecaptured wurde damals. Kommt schon, Leute. Noch ohne Facecam und alles drum und dran. Nein! Verdammt! Nee, ey! Das gibt's doch nicht! Jetzt aber! Wenn man sich immer mal zu früh freut. Bei mir ist auch die Frage, ob ich dann tatsächlich die Facecam jetzt drin lasse, weil in späteren bin ich ja dann auch da zu sehen und ich glaube, das macht ja auch viel aus davon. Ich glaube, es ist am Ende wahrscheinlich besser, wenn ich tatsächlich die Facecam ausschalte, weil man soll ja das sehen, was in der Ding lief und nicht was jetzt aktuell läuft. Deshalb werde ich mir jetzt mal einmal die Cam ausschalten. Dann ist es in Ordnung. Oh. Sein. Geht das nicht auch so? Hello there. Ist das euer Ernst? Ich muss jetzt jedes Mal hier reinpusten, wenn ich das machen will. Oh nein. Ist das wirklich nötig? Hallöchen, Duschplay. Warum muss ich hier ständig blasen?
Die Frage wurde mir bis heute noch nicht beantwortet. Aber ich hasse diese interaktiven Spiele. Hey, jetzt hör auf damit! Der Blaue hat mich jetzt ständig wieder nach hinten gezogen, warum auch immer. Nur eine Möglichkeit, so zu laufen, nämlich. Mit Lamsang ist für mich dann... Wie bei einem GTA. Das auf jeden Fall nicht. Oh, ein Schwarmboot. Ein Schwarmboot, das ist ein aufblasbare. Oh. Ist das? Was zum Teufel? Ah, ich liebe diese. Das sind immer noch Klassiker, wenn du irgendwie was ausprobierst und denkst, es funktioniert und. Es ist wunderschön, wenn sowas passiert und ich weiß nicht, wie der aktuelle Zustand von Saints Row ist. Ich weiß ja nur, dass es jetzt vor kurzem mit Add-on rausgekommen ist oder es kommt noch raus. Ich bin mir nur nicht sicher, wer das noch spielen soll nach diesem Debakel. Warum schwimmt denn das... Nochmal, ich führe das nicht... Okay, das macht richtig Spaß. Ich hab Spaß dabei. Fertig? Los! Prima, los geht's! Oh. Ja genau, schieß dich doch selber ab. Oh Mann, ey. XCOM ist ein scheiß schweres Spiel gewesen, meine Güte. Bam! Dafür war es umso befriedigender, wenn es vorbei war. Das Finale, meine Güte. Ich glaube, das war's. Das dürfte. Das hat so lange gedauert, weil ich nicht kapiert habe, dass man diesen blöden einen Alien noch capturen muss und dann. Das gewesen ach sein. Gott! Dieses Spiel! Von dem Auge ist nichts mehr übrig! Wenn ich jetzt den End-Button drücke, müsste es vorbei sein. Ja! You have mineral water. I drank it already. Wer hat das wohl gecaptured? Morons. Is that it? There we go. Weil ja, Persona 5 immer noch ein gutes Spiel. Die Panteros sind noch die einfachsten. Was? Das Bayerische Hotel und Spa? Warum sehe ich das? Warum sehe ich das hier zuerst?
Dann fühle ich mich ja gleich wie zu. Wie zu Hause. Oh ja, der epischste Sprung aller Zeiten. Hä? Was war das gerade? Hä? Let's go find the codex. Was war das jetzt? Just like you used to. Das war schattig jetzt. Ich hab ja schon ein Lager hier. Und hier kann ich keins mehr bauen, weil ich keine Möglichkeit habe. Hier könnte ich wirklich noch eins bauen. Ja, brauchen wir hier noch ein Lager hin. Den Schildgenerator an. Oh je. Das Spiel. wenn man ihn trifft. Und dann greifen sie die Basis an. Das ist das Einzige, was der jetzt die ganze Zeit macht. Wegen solchen Spielen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich Retro spiele. Aber das muss ja auch nichts heißen. Oh je. Ach du Scheiße. Ja, okay. Ach du Scheiße. Oh, das ist. Eieieiei. Okay. Gut. Diese Aussage könnte man so ziemlich auf alles heutzutage treffen. Das ist. Oh Gott. Ach du Scheiße. Folge von Gewalt. Das hat sehr gut nicht gepasst. Nicht bewegen! Ich komme! Joker! Aua! Mein Pankreas! Hey! Verdammt! Eine hab ich, Sir! Ich hab mich gerade von der Normandy gefeuert! Unehrenhafte Entlassung wegen ungebührlichen Verhaltens! Vom Schiff geworfen und gerade mal genug Zeit, um meine Zahnbürste einzupacken! Eine Scission Pro Mark IV. Entfernt mit Masseneffektfeldern Plug und massiert den Gaumen. Ja, hab ich erzählt. Und ich weiß es, weil ich die echte Shepard bin. Und ich wurde gerade vom Schiff geworfen. Das war dann wohl... Eine Masseneffektfeld vielleicht, das man mit Biotik ganz fein einstellt. Hätte mir heute früh jemand gesagt, dass eine Zahnbürste die Normandy retten wird, ich wäre skeptisch gewesen. Ich glaube, das ist einer der besten Quests, die es in Mass Effect 3 gab. Oder war es 2? Ne, es war schon 3, oder? Weiß ich schon gar nicht mehr. Ich glaube, es war 3. Na los, wir kriegen das hin. Das war eine Quest von einer, von einem DLC, von den unzähligen, die für Mass Effect 3 rauskamen. Da müsstest du, das müsste dir Dusplay beantworten. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Dusplay weiß es sicherlich eher noch als ich. Es war auf jeden Fall Mass Effect 3, da bin ich mir relativ sicher. Aber welch genau das jetzt war, ja, Dusplay, das musst du jetzt sagen. Ich glaube, ich kann die Spitze sehen. Tschüss. Ey, du cheatest ja. Du wärst jetzt tot. Ja, jetzt folgen wir einfach in ihr dreckiges Loch. Das war aus der Quest 3 Landurlaub. Ja, siehst du, Newsplay weiß das. Meinst du? Wir müssen weiter. Hallo,
Ja, stimmt, das könnte auch Jason Statham sein. Ich finde, er hat aber auch ein bisschen was von Bruce Willis, muss ich sagen. Er ist beides. Er ist Bruce Statham, okay? Oder Jason Willis. Jason Willis hört sich geiler an. Er ist Jason Willis. Um das zu kapieren, muss man natürlich erst mal wissen, wie, um wen es geht. Natürlich geht es hier um den Rechten hier, der doch ziemlich nach einem der beiden aussieht. Jetzt folgen wir ihn einfach. Nein, 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 nein. Oh. Nein, du sollst doch nach unten gehen. Geh doch hinter. Geh doch nicht da in Deckung, du Vollidiot! Warum? Dieses Spiel hat mir neben Er vielen muss doch anderen auch einfach nur einige nach Jahre unten gekostet. gehen! Man sollte diese Questreihe in Mass Effect 3 noch machen, wenn man die alle Teammitglieder hat und die früheren auch alle abgearbeitet hat. Ja, genau. Das war ganz wichtig für Display. Aber ja, es stimmt auch. Das sollte man wirklich tun, weil dann hat man die volle Erfahrung. So viel Idiotismus kann's doch nicht geben! Okay. Hau ruck! Und eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs. Und eins und zwei und drei. Die Waffe ist laut, aber es scheint sie nicht zu interessieren. Das könnte ja auch irgendwas anderes sein. Es ist. Was mach. Ey! Hör auf, Sachen zu machen. Sein Bein. Sein Bein! Warte, ich rette dich. Netter Kopfschuss. Könntest du bitte dieses Scheißboot benutzen? Aber hey, dieses Boot, das kann zuverlässig alles Wasser abhalten. Das ist gut. Ja, okay. Wie wär's, wenn du jetzt das Boot benutzt? Nein? Okay. Oh je. Die Teller sind zwar ordentlich aufgereiht, aber nichts besonders sauber. Wow. Geschirrspülen scheint nicht ihre Stärke zu sein. Wow. Du lässt dich herab, Leute nach ihren Tellern zu beurteilen, aber bist so ein Loser und von Bärkatzen, die. Ich koche einen leckeren Sahne-Eintopf dazu. Oh, ein Foto. Fotos sind immer gut. Hier, say cheeseburger. Ach so. Nein. Also vielleicht sollte man es noch erklären. Man sollte ein Foto von den Monstern machen, nicht von seinen eigenen Teammitgliedern. Das ist nicht so gut. Die kann man dann später verkaufen. Aber die Teammitglieder-Fotos sind meistens nicht so gut. Der Graben hier macht mir etwas Angst. Ryder! Nein! Ja, das war jetzt ein bisschen zu theatralisch dafür, dass ich kaum schnell gefahren bin, aber ist okay. Oh Gott, nein! Oh Gott! Okay. Stimmt es, dass die Turianer verpflichtet sind, Militärdienst zu leisten? Oh ja, der. Was ist los hier? Warum sieht das alles so komisch aus? Der 16-Bit-Bug. Oh mein Gott, das sieht halt wirklich aus, als wäre das. Es sieht halt wirklich so aus, als wäre es gerade einem Spiel von 98 entsprungen oder so. Ja, von mir aus. Oh. Aber es klappt ja sowieso nicht.
Ich bin immer noch sauer darüber, dass dieses Spiel diesen einen Bug hatte, wo ich es nicht mehr weiterspielen konnte. Aber irgendwie bin ich auch froh, dieses scheiß Blasinstrument nicht mehr spielen zu müssen. Das ist, oh Gott. Mann! Ich hasse das! Alter! Wer sich diese Stelle ausgedacht hat, der soll sofort Selbstmord begehen. Das war wirklich nur gesagt, weil ich da stinksauer war. Derjenige sollte natürlich nicht sterben. Ich hoffe, er lebt noch, also. Kann man dieses Spiel überhaupt gewinnen? Ist die Frage. Was? Edzek hat gewonnen? Warum? Hä? Wie? Ach, da oben! Oh, verdammt. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Als erstes sterben. Hier lang. Ich gebe ihm keine 5 Minuten. Ich gehe hier lang. Oh, oder auch nicht. Ich gebe mir auch keine 5 Minuten. Checko Mucke! Ach, Red Dead Revolver, meine Güte. Wenn dein Flügelmann einfach immer wieder von Explosionen getroffen wird und wieder aufsteht. Besser das, als wenn er dann ständig sterben würde, auf jeden Fall. Nicole, sie kann wieder laufen. Das ist ja immer schon mal positiv. Sie ist auch gefesselt. Noch. Ja, Herzog Truffe. Ich habe verschiedene versucht, aber ich fand, das ist nicht so gut. Das ist viel zu einnehmend. Und man sieht mich halt nicht frontal, das ist das Problem. Laufen kann sie schon mal wieder. Paul hat ein Junges zur Welt gebracht. Oh. Oh nein. Das Alpaka-Fohlen ist da. Und Mina ist nicht dabei. Ah. Schlachten wir es, dann wär... Danke. Ich fange mit GTA der Reihe an und das erste, was ich im Spiel tue, war nicht so gewollt. Guten Tag. Wiedersehen. Ich wusste noch nicht, wie die Steuerung funktioniert. Das erste, was ich in GTA tue, ist jemanden umzubringen. Wahnsinn. Sorry. Wollte ich nicht. Tut mir leid. Ich wollte nicht. Entschuldigung, ich fahr. Oh Gott. Oh. Wirklich wie Helium anhört. Es hört sich halt ziemlich mechanisch an, aber ich meine, ist halt so. So ein bisschen. Tilly schmeißt sich schon weg wie nichts. Also ich habe hier, lass mich mal kurz schauen. 8, 12, 16, boah. Auto! Fuck! Mann, warum kommt jetzt wieder nichts mehr daher? Danke. Oh, ne. Warum muss ich Blasenkönig noch vom Kindertag Geburtstag, wenn es um den Kuchen geht, aber...
würde die Ballons aufblasen. Nee, das wird nix. Shit. Oh ja, der Hubschrauberlandeplatz auf dem Schornstein des Bootes. Oh nein! Nein! Verdammt! I guess we'll be going with this. You want to make something a little money? There's a Pope shit in the woods? I don't know, but if you do want a little extra, there's plenty of money to be made racing. You talking illegal street racing? Hell yeah! No hoopies on, just low riders. Nice ones. It gotta be nice. You don't get in, eh? Okay, I'm in. When and where? Geht ja halt. Du bleibst stehen, guckst dir irgendwas an und es eskaliert vollkommen. Es ist GTA halt. Ich mag auch. Ja, ich hatte Angst, dass der mich aus dem LKW rauszieht. Fuck! Komm schon! No! Shit! Vice City war gut, aber Vice City war zum Teil scheiße schwer. Das mit diesen ganzen Sachen, die du dann kaufen musstest und diese Drohnenmission, wo du diesen Hochhaus... Oh Gott, das war so schrecklich. Es gab Missionen, die waren richtig super. Aber die hattest du eigentlich in jedem GTA. Es gab in jedem GTA mindestens 1, 2, 3 Missionen, die richtig beschissen waren, weil sie so bockschwer waren. Aber die hattest du wirklich fast in jedem GTA. There's another truck? Really? Where's another truck? Oh, there's another truck! Then we go to this truck and cement the truck with the truck in this truck. With the two people inside. So. Thanks, Mango. Of course you can clip it. Everyone can clip. So. Oh! Whoa! Ist jetzt die Frage, was war da jetzt lustiger an dem Clip? Dass es mich weggehauen hat oder der Polizist, der hier von der Bahn mitgenommen wurde? Ich glaube, es ist der Polizist, der von der Bahn mitgenommen wurde. Und vielleicht auch der Typ, der gerade da auch noch unglücklicherweise von der Bahn auch noch gleich mitgeschleppt wird. Wow! Quasi ein Massenauflauf, beides. Ja, das ist ein Klassiker. Fand ich so unerwartet. Ich glaube, das war jetzt der Typ, der gerade der da festgehangen hat. Ja, was ist denn, der ja noch da, aber der ist ja nicht mehr da. Oh, und gleich nochmal. Hey Mann, wo ist mein Auto? Wow! Das ist so krass, weil man hört es jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber das war in dem Moment so viel lauter als alles andere in dem Spiel. Das war total merkwürdig, als es dann. Als dieses Bumm kam. Was zur fucking Hölle war das gerade? Das war erstens mal fucking laut und zweitens, was war das? Vice City ist doch auch das mit der Helikoptermission. Ich weiß nicht genau, welche Helikoptermission du meinst, aber wahrscheinlich ja. Aber das ist quasi das Auto gewesen, was einfach aus dem Nichts. Erstens mal fucking laut und zweitens, was aus dem Nichts gespawnt ist. Und das war, glaube ich, dieses Problem, dass da plötzlich dann da war. Woher ist das Teil jetzt gekommen? Ja, das meinte ich eben, Herzog Truppe. Genau diese Mission meinte ich von Vice City. Woher ist der jetzt plötzlich gespawnt? Warum ich weiß gar nicht, wie viele Versuche ich da gebraucht habe. Ich muss es ja beendet haben, weil ohne das kommst du, glaube ich, nicht weiter. Ah, ich habe da so lange gebraucht. Ich glaube, jetzt habe ich dann irgendwann offscreen gemacht, weil ich keinen Bock mehr hatte, weil ich im Stream so oft versagt habe und ich war dann so fertig, das hat mich auch Lebensjahre gekostet, diese blöde Scheißmission. Oh.
Lancerator. I killed more than you. I should be in charge. Diese Mission war auch scheiße. Und ja, er steht nicht mehr auf. This would. Man, I do not want to know. Ah, dieses Spiel, ey. Da kommt man raus und da wird man hier schon wieder beschossen, wie so. Von GTA, Isengard, we take it the hobbits to Isengard, to Isengard, to Isengard, they take it the hobbits to Isengard, to Isengard. The destiny of the Tukcha will be Mango. Es ist verblüffend, wie ähnlich diese Szenerie von San Andreas hier in GTA 4 nochmal neu aufgelegt wurde. Oh Mann. Nur ohne Agro-Leute, die irgendwie rumschießen. Oh Gott. Was zum Teufel war das denn? Tiefer gelegt auf nichts. Warum ist das ist irgendwie in jedem GTA so. Bei GTA 5 habe ich das nicht gesehen, also nicht, dass ich es wüsste. Willst du mich verarschen? Fick dich! Scheiß drauf. Oh je. Oh je. Oh je. Ich schon, habe auch schon erlebt, dass ein NPC unter der Brücke zu früh abgebogen ist und dadurch ständig gegen die Säule gefährt. Ach Gottchen, Saints Row 1. Oh, die Mission mit dem Fahrzeug. Und den Flugzeug abzuschießen. Oh, das hat mich auch Lebensjahre gekostet. Das geht mit 1 und 1 mit, das kommt ja dann auch noch, das geht ja 1 und 1 mit diesem RC-Helikopter. Sehr schön. Hm? Wo bist du jetzt hergekommen? Ich hab einen Hubschrauber. Wenn man beim Hubschrauber nicht ständig die falsche Taste drückt und immer aussteigt. Oh ja. Oh, der hat es nicht geschafft. Der ist fast drüber gekommen, aber dann war es wieder vorbei. Oh, du schaffst es aber jetzt. Komm, du schaffst es. Du schaffst es. Fahr, fahr, fahr. Nein, nein. Das Taxi hat es auch nicht geschafft. Fast fantastisch. Im ersten Teil, Lunak, wäre der fünfmal durch die gesamte Stadt gefahren. Okay. Wäre der fünfmal durch die Stadt gefahren, also. Das Gefühl, dass es ein paar Grafikbugs gibt. Ich habe
350 Tapferkeit verdient. Ja, ich bin auch irgendwo... Oh Gott! Wo bin ich? Das Schiff sieht ein bisschen... Sie wollen mich auf den Arm nehmen, oder? Erst wollen Sie, dass ich einem Signal folge? Dann lassen Sie mich hier warten. Nun machen Sie halt. Oh, da ist es. Die Mission, die mich auch 5 Jahre meines Lebens gekostet hat. Jetzt, wo ich mir so das Auto anschaue, das wir gerade fahren, ich frage mich, wie das überhaupt noch fahren konnte. Ja. Mann, ey, jedes Mal diese scheiß Autos, die immer herumfahren! Weil man ja 3 Raketen braucht, um einen Scheiß-Chat umzulegen, das ist klar. Da reicht eine Scheiß-Rakete. So ein Schwachsinn, ey. Das ganze Game ist Scheißdreck. Müll und Scheißdreck. Es gehört in die Mülltonne und nirgendwo anders hin. Oh Mann, jetzt... Fuck, Mann, jetzt dräng mich nicht ab! Ach, dieses Spiel, es war schrecklich. Das ist, eigentlich ist es wie bei GTA. Du hast, gut, bei ab dem dritten Teil ging's eigentlich, aber der erste, der zweite Teil, die hatten zum Teil so eine beschissene, ja, Lernkurve ist zu viel gesagt. Ein beschissener Schwierigkeitsgrad in manchen Missionen, wo du einfach nur noch denkst, oh Gott. Hallo, Wendekreis! Ich hab gedrückt und das ist nicht mal irgendwo hingefahren! Du hältst dich für furchtbar schl... Das ist wirklich, also GTA Chinatown Wars, das ist wirklich der Überraschungshit für mich gewesen von der GTA-Serie. Ich habe von dem Spiel gar nichts erwartet, aber, und es hat ja nicht mal, es ist ja vom GTA, vom Game Boy Advance, das ist ja schon mal an sich schon interessant, dass man GTA auf den Game Boy bringt, aber dann, die Story war so gut irgendwie, so lustig, und gerade das war halt nicht vertont, das wäre halt so viel besser gewesen. Leck mich, so hat mein Vater mich immer angesehen, so ablehnend. Oh. Hör auf, meinen Boss abzulehnen, du Wichser. Ah, dieses Spiel war eigentlich, das war eigentlich so gut. Das hätte auf eine Main-Console gehört, ey. Danke fürs Anschieben, Leute, danke fürs Anschieben. Ich habe so das Gefühl, dass ich nicht lange mit dem Auto fahren werde. Leute, rennt niemals gegen einen laufenden Propeller. Das ist keine gute Idee. Ja. Es ist wirklich, nicht. Auch heute ist es immer noch keine gute Idee, das zu tun. Was macht der Helikopter da?
Was? Was? Wenn ich jetzt gerade so recht überlege, ja, bei Saints Row 3 waren auch beschissen schwierige Missionen dabei. Das fällt mir jetzt gerade so, wenn ich das so anschaue, nochmal ein. Er stand da 10 Jahre und kaum schieße ich dem einen Ding, explodiert das und dann explodiert nochmal irgendwas. Was soll denn der Scheiß? Okay. Ah, das hätte ich mir zeigen. Weißt du was? Weißt du auch. Oh Gott, bin ich blöd. Jetzt kam ich natürlich mit dem Riesenpilz nicht mehr in die Röhre rein und damit war das Power-Up völlig umsonst. Ja, das war zu dämlich. Oh, ich wusste nicht, dass man in die Röhre rein musste. Ich habe mich völlig verbrannt, ey. Oh nein, über Metal Gear Solid verliere ich lieber auch kein Wort. Nein. Snake! Snake! Ach Gott. Kleine Drecksau! Wolltest du das nicht regeln? Und da haben wir schon einen Gegner. Ah, Hallöchen. Hast du schon mal was von einer Rakete gesehen? Oh, voll ins Maul. Oh, das ist doch schön. Das passiert ja selten genug, dass man mal voll aufs Maul einen drauf haut hier. Nein. Sehr gut bemessene Zeiten. Komm schon, nein! Ich habe aber wenigstens Straße freigeräumt. Müssen Sie unbedingt mal James erzählen? Was ist das größte Problem bei der Behandlung eines Turianers, bei dem in einer Gesichtshälfte eine Rakete eingeschlagen ist? Herauszufinden, welche Seite von der Rakete getroffen wurde? Der ist aber auch mindestens genauso gut. Besser aus jeder Witz, den Ding in Mass Effect Andromeda erzählt hat. Oh Mann. Die Gespräche sind einfach so klasse. Das macht der dritte Teil, finde ich, von allen drei Teilen schon irgendwie am besten. Ja, toll. Woher soll ich jetzt wissen, wer von denen die Lispelotte... Woher soll ich jetzt wissen, welche von denen... Marlene ganz tief rein. Miriam Riesendinger. Fussenhelder. Daukli. Die Lispelotte. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wer von denen wer ist, dann wäre es ein bisschen einfacher. Jetzt einfach nur noch raus. Nein! Nein! Ich will doch nur aus diesem Scheißdreck hier raus. Lasst mich doch einfach raus. Au! Sag mal, also die Karosserieteile sind schon echt hart. Tun schon weh. Au. Au! Liegende brennende Karosserieteile tun weh. Fliegende Polizisten auch.
müsste hier jetzt unbedingt... Open World Games sind einfach immer am besten. Hallo. Dürfte ich Sie mal um einen K.O. bitten? Nein, Lunak, ich hab gar nichts gemacht. Er hat sich gerade selbst bewusstlos geschlagen. Das soll ein Unhang sein, sieht eher aus wie ein Hotdogbrötchen. Wow. Ja, der berühmte drück einen Knopf-Ding, wie bei dem was Call of Duty, wo du Pay Tribute vor dem Sarg machen musstest, indem du F drückst. Ach Gott. So dämlich. das ist, glaube ich, eine der besten Szenen von Saints Row gewesen. Das war bestimmt einer der besten Szenen. Es gab nicht viele in dem Spiel, aber das war einer der besten. Brauchst du dir deine einsame Waffe? Oh mein Gott. Ey, die ist doch gerade aus der Gefriertür rausgekommen. Kann man die sofort toasten? Ich bin mir da nicht so sicher. Ist das jetzt euer Ernst? Oh, come the fuck on. Ist das jetzt... Toast? Toast! Bloody hell. Toast! Stupid refurbished appliances. Holen Sie mich ab, sofort. Kommando, wir empfangen alle möglichen Störungen. Wir können das Ding auf Empfang. Shepard 9, haben Sie eine Ahnung, was Sie getan haben? Sie lassen mir keine Wahl. Wenn wir den Asteroiden nicht aufhalten können, müssen wir ihn zerstören. Wo finde ich Dr. Amanda Kenson? Dr. Kenson ist unterwegs zum Reaktorkernmodul. Eine E-Zero-Kernschmelze müsste reichen. Wegen Ihnen wird jeder auf diesem... Da bekommt der Begriff red doch mit meinen Brüsten einen völlig neuen Ansatz. Felsen vernichtet. Nicht, wenn ich sie zuerst erreiche. Oh Gott. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Das hat mich auch ein bisschen was gekostet. Scheiße, welcher von den beiden war jetzt besser? Vielleicht das kann ich sagen, der erste. Denn der erste ist in den Alerts mit drin. Man kann ja auch beide benutzen. Aber ich verspreche euch, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ich nehme euch beim Wort. Okay.
Wie passend, der Silberring ist wieder da. nennt man das dann, die Nutte zu beklauen, die man selber gerade geschenkt hat? Ich weiß nicht, ob das ein Zufall war, aber um mit ihr den Verkehr zu vollziehen, musste man ihr einen Ring schenken und dann war der in der Kommode drin. Ich weiß nicht, ob es derselbe war. Und wir haben uns dann wieder geholt. Ich wusste jetzt nicht, dass da auch wieder ein Silberring drin ist. Oh Mann. Get out! Who wants to demo a demo crew? Oh. Die tun einfach gar nichts. Sie müssen einfach nur dastehen wie so Figuren. Und? Oh. Oh, nein, nein, nicht weglaufen. Oh, bleib da, bleib da, bleib da. Nein, 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 nicht weglaufen. Hopp. Whee. Was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt die Kirche? Ich habe ihn noch gesehen. Ich habe ihn gerade noch gesehen, bevor er Hallo gesagt hat. Und jetzt sage ich gleich zurück Hallo. Ich sage jetzt auch mal Hallo. Okay, er ist hinüber. Gut. Wie? Warum erschießt du ein Zivilisten, der 20 Kilometer entfernt ist? Was zum Teufel? Wie? Was? Oh Gott, was soll das denn? Ist das dein Ernst? Warum stehen die da rum? Oh oh. Das wollte ich verhindern. Oh Gott, was soll ich jetzt machen? Oh Gott, ich kann mich nicht aufstellen. Was mache ich jetzt? Oh mein Gott. Ah! Ich komm nicht hoch. Ah! Hopp. Okay. Gitter auf mit Schlüssel. Oh Gott. Das heißt, aktuell bin ich zu dumm, um Kräuter sammeln zu können. Okay, gut. Seid wachsam. Nach links oder rechts drehen, ermöglicht besseres Wenden. Was? Warum bist du da noch nicht eingestiegen, du blöder Schla... Warum bist du nicht eingestiegen?
fest. Hilfst du einem Mann in Not? Etwas für die Tochter? Sie ist krankerreisend, finde ich. Hey, ja, da kommt zu Scheiße, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich nicht. Sorry, ich wollte das nicht. Nein. Also ich wollte mit jemandem reden, hab dann aber was geklaut und dann sind natürlich alle aggro geworden. Ich wollte das nicht. Ich wollte die Quest annehmen. Oh nein. Ach Leute. Das wollte ich nicht. Komm her! Fertig. Ah! Oh. Was ist passiert? Snake! Okay, ich hätte es eigentlich wissen müssen, nachdem ich es gehört habe. Jetzt habe ich sie umgebracht. Oh mein Gott. Oh nein. Okay. Metal Gear Solid, ey. Oh, herrlich. Oh Gott, diese Sprüche! Nee, die wollen nicht. Oh Gott! Warum springen NPCs eigentlich immer in die Fahrtrichtung von Auto, von Fahrzeugen? Ich werde es nie verstehen. Scheißer Flak, wir benutzen die heute auf Luft- und Raketen hier. Das war übrigens einer von uns, den ich da umgeschossen habe. Sieht man vielleicht an dem grünen Icon. Und gleich nochmal einen hinterher. Und gleich nochmal einen. Oh, das ist ein... Ja, das war noch nicht... War das unsere? Nein! Ach Gottchen, nee! Junge, steig aus! Bitte tu's einfach nicht! Beeilung, Chief, Sie müssen alle Panzer finden! Oh nein! Shit! Haben wir schweres Gerät hier? Scheiße, das habe ich alles verballert. Oh, wow, wow. Da ist ein bisschen was los. Oh, du bist ja ein Freund. Du warst ein Freund. Oh, 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 oh. Das hängt schon wieder wunderbar an hier. Anscheinend bin ich irgendwie unnutz, unnütz. Ladies and gentlemen, this is proof. Anything can happen in the World Wrestling Federation. Und ihr kriegt's nicht hin, dieses blöde Scheißteil hier kaputt zu machen. Oh, hallöchen Panzer. Oh, das ist böse. Was war das denn? Boah, das war mal ein geiler Move. Kann ich den nochmal machen? Mach mal das nochmal. Was war das denn gerade? Es war voll... Ja, Wheelie? Es war fast ein 3... Wo ist es denn? Da. Ach komm! Alter! Hallo! Alter! Komm schon, Knight! Geh nach links, du Idiot! Hey, wir haben erst angefangen! Ich geh doch! Was? Was hast du? Das ist eine Bedeutung. Hans! Das übersehen wir mal! Carol! Oh, überholt! Hey. Oh. Wir haben erst angefangen! Oh. Yeah. Gut gemacht! Interessant, dass. Ah. Ja, es ist genauso normal wie. Es ist genauso normal wie wenn er Darts schmeißt. Hey!
Ich mach meinen Nahkampf fertig. Komm her. Komm. 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 Willst du nicht? Na komm. Komm, du kommst am Auto doch vorbei. Ach komm schon. Du schaffst das. Ja, ja, komm. Ey. Vielleicht schafft das irgendwann noch. Du läufst eh schon schön vor, das ist gut. Hören, ja, sehen. Hören ist das Sehen. Netter, komm. Schau mal, da ist ein scheiß Polizist. Okay, der Polizist hat mich erkannt. Oh nein. Zelda 2. Das kommt noch mit auf die Liste, das gesamte Spiel. Neben GTA Vice City, der RC-Mission und Silent Row 1, diese Flugzeugzerstörmission. Da gehört das komplette Zelda 2 Spiel mit dazu. Meine Güte, war das schrecklich. Ja, wenn ihr euch gefragt habt, wo diese Lache herkommt, jetzt wisst ihr es. Oh nein! Jetzt hier auch noch. Dieses Spiel war so schrecklich. Um Gottes Willen, und es war so schwer. Meine Güte, jetzt hör dich auf, ständig zu sagen, du stehst unter Beschuss, verdammte Scheiße. Du stehst nicht unter Beschuss, hier ist niemand. Oh, da sind drei. Okay. Okay, du standest unter Beschuss. Okay, okay. Oh. Oh, oh nein, eine Hochzeit. Mark und Tilly. Mark hat Tilly einen Heiratsantrag gemacht. Tilly hat ihn angenommen und die beiden sind jetzt verlobt. Ah ja, das kennen wir ja schon. Ah. Und die zweite auch noch. Mina kniete nieder und erklärte Duisplay, dass er die Person ist, mit der sie den Rest ihres Lebens verbringen will. Duisplay hat ihn angenommen und die beiden sind jetzt verlobt. Das sind jetzt ja gute 2 Jahre her. Wie geht's euch beiden eigentlich, Duisplay und Mina? Sag mal, was soll denn das hier? Oh Mann, Leute. Keine Ahnung, frag Mina. Oh Gott. Hört auf, meine Dinger kaputt zu machen. Die Killerkatzen. Ah! Ihr blöden Mistviecher. Nein! Ich verzweifle. Oh nein. Oh, fuck it. Hört, wo geht... Alter! Oh. Nein, Grizzly! Pass auf! Nein! Bam! Blöde Viecher! Oh nein! Sind absolut begeistert von der Gastfreundschaft. Wertung 100. Sie werden in ein paar Tagen wiederkommen. Grill hat einen Auftrag von Knossen. Er hat 50 Bauteile dagelassen. Ich hätte gescheit lesen sollen. Bauteile waren ja immer das Problem. Aber er hat Blaufälle dagelassen, nicht Bauteile. Ich habe immer gern Bauteile gelesen, aber. Wow! Jesus, danke! Wo ist Jesus? Jesus, wo bist du? Jesus hat mir 50 Bauteile geschenkt. Heilige Scheiße. War leider kein Bauteil. Jesus! So, passt. Passt, sitzt, hat Luft und... Oh, die Kamera ist wieder runtergefallen. Die Scheißdreck. Die Giftsynthetisierung. Aber warum soll ich denn Gift herstellen wollen? Jumpack ist gut, aber Gift?
Ja, eigentlich warum auch nicht. Der Discounter ist übrigens komisch geschoben. Die dritte Stelle der Zahl wird verdeckt. Ja, ich weiß. Es gibt... Achso. Ich bin doch gar nicht dreistellig. Was soll der Scheiß? Hör auf damit! Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel so sehr, es ist unglaublich. Das war der Moment, in dem ich wusste, dass ich Lichtpfeile brauche, die ich bisher noch nicht hatte. Ich hasse dieses Spiel. Nein, das ist die falsche Fee. Ich brauche eine andere Fee. Benutzt deine Silberpfeile, die du nicht hast. Woher denn auch? Es erzählt dir ja kein Schwein. Scheiß Drecksgame, ich hasse es. Ich weiß, welche Scheißfee ich haben muss. Es geht los. Auf Wiedersehen. Eieiei. Oh, oh, das wird wehtun. Eieiei. Oi, oi. Tschüss. Ey, oh, au. Ja, da ist nichts mehr übrig geblieben von ihm. Autsch. Der ist einfach explodiert. Tja, ich würde mal sagen, das war's für ihn. Nichts übrig geblieben. Autsch. Okay. Gott sei Dank haben wir Magnetstiefel. Oh. Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt ja. auf der Seite eines Wolkenkratzers zu stehen. Steig aus, steig aus. Ja, nett von euch. Lass mich mal rein. Der White hat mich bemerkt. Ja, aus dem Auto scheißen hilft mir hier leider nicht viel. Und ich sag... nein. Bleib mal dabei. Oh. Okay, Pikachu, jetzt bist du dran. Slam. Was? Fick dich! Was? Ich soll Granaten da reinwerfen, na dann. Ja. Vielleicht mit dem gescheiten Ding, ja, aber so. Ich wollte nicht drücken. Mach mal. Oh. Oh. Escape ist beendet. Die CDI zählt das. Oh mein Gott. Das war auch eine tolle Geschichte, ey. Drop down to the lower level and you see two caves. Enter the one with the right and use the lantern so then can you see collect the ice crystal. Okay. Ja. Das hatte ich auch schon. Es ist aber nur scheiße, wenn die Escape-Taste das Spiel beendet. Ah.
Fuck you. Komm. Die Rechte sollen wir nehmen. Ah! Ich wollte. Okay, schön weit vorausfahren. Ach Gott, ja, hier, der Schuss aus dem Nichts. Zu werden. Der Schuss aus dem Nichts. So. Wow! Das mag ich auch machen. Hui! Oh! Da wollte man mal einmal Spaß haben. Advanced Hardware ist, die hier dann ständig so das Ruckeln bekommt. Hallo, steig aus. Soll ich das denn hinkriegen? Mist, ein paar sind gekommen, die werden bald Verstärkung schicken. Ah, okay, gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Anscheinend ist es doch schlimm. Oh, das... Wie soll ich das denn in der Zeit schaffen? Was denken die sich schon wieder dabei? Wie? Hey, was? Gegen so viele Jahres... Wie? Sag mal! Wie soll ich mehr als 8 maximal töten? Soll ich mir irgendwie eine tolle Route ausdenken oder was? Ohne Karte. Dankeschön für den blöden Arschlöcher. Fick dich. Auf der Stelle. Wow! Habt ihr die Bremsen gesehen? Die hätte ich mir bei GTA Advance auch gewünscht. Habt ihr gesehen, wie der von 50 auf 0 in unter 0 Sekunden abgebremst ist? Wahnsinn. Oh, fuck! Nein! Oh, ich hasse es. Mann, ich hasse es! So. Ach ja. Wen?
Du kannst mich mal zum Arsch lecken! Ja, Persona 1 und 2 waren so fucking schwere Spiele. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich bin immer noch auf Saw, auf diesen Hundesohn Dimitri. Oh, da ist das Goat in da. Aber. Oh! Oh, Scheiße. Das Goat in da hat aber nicht auf, das sehe ich schon. Scheiße, jetzt werde ich erschossen. Ich hab's gewusst. Der Typ hat mich angefahren, das ist kein Karma. Ja, der Kunstsprung, das kriegst du wahrscheinlich auch nur hin, wenn du es wirklich nochmal Gas geben brauchen, der Vollpfosten. Das ist eine Sache, die würdest du so nie hinkriegen, wenn du es versuchen würdest. Das ist einfach nur. Ups, warte mal kurz, kann ich da nochmal zurückgehen? Da muss man natürlich genau hinschauen, um was hier geht. Damit man überhaupt weiß, warum es überhaupt drin ist. Achtet einfach mal hier auf den Typen, der hier gleich vorbeifliegt. Ich habe den selber nicht mal gesehen. Da fliegt er. Hui, und weg ist er. Ja, der Clip, wo er in der Random durch die Luft geflogen ist, ja. Ah, das mit den Motorrädern war auch gut. Ja, genau. Warum? Jetzt kommen einfach nur noch die Motorräder an, alle anderen sind weg. Scheiß Biker von Fabi! Dieses alle und wir alle mit. Wie einfach nur die Bikes alle angeschwemmt wurden, ey. Oh geil! Wie herrlich! Oh. Das sah jetzt so geil aus, ey. Ei. Au! Und... Boing! Oh.
Und wieder frage ich, warum springen die Leute immer genau in die Fahrtrichtung von Autos? Scheiße! Und in Halo und in jedem anderen Spiel auch. Was soll das denn jetzt wieder? Woo! Heroin. 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 Heroinhelm. 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 Geil. Und dann rum wieder. Okay. Heroinhelm. Mein Gott, spring halt hoch, du blöde Da bleibt sie an der kleinen Kante hängen, ist es dein Ernst? Kaum zu glauben. Die Voyager hat es nach all den Jahren tatsächlich nach Hause geschafft. Ja. Wie mag das Leben dort gewesen sein? Scheiße. So lange, so weit weg von zu Hause. Scheiße. Ich würde mich liebend gern mal mit der Crew zusammensetzen und mir ihre Abenteuer anhören. Ja, hallo, ich bin hier. Ja. Sie sind sicher überall in der Föderation sehr gefragt. Ja, ja. Wer als Offizier auf dem Schiff gedient hat, kann sich jetzt wahrscheinlich seine neuen Posten selbst aussuchen. Nein. Ob es nach all der Aufregung überhaupt möglich ist, sich wieder in den normalen Dienst zu fügen? Nein. Nein. Oh. Hey. Entschuldigung. Hi, ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin von der Voyager. Falls Sie das Büro des Direktors suchen, das liegt beim Audimax. Ey, nein! Ah, Kommandant. Auf den Treiberarzt, der geht, den brauche ich nicht. Scheiß auf den. Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Beziehungskraft auf beiden Seiten vorhanden? Oder habe ich mich in der Hinsicht ebenfalls geirrt? Oh, da geht's ja schon voll los hier. Das ist unser drittes Gespräch oder so. Das gleich, gehe ich hier gleich für die Vollen. Aber wie wir schon bemerkt haben, wird sich das umfragemäßig nicht mehr großartig ändern. Ja. Dann werden wir sagen, dass es genauso ist. Nein! Ich interessiere mich Nein! auf diese Art für Sie, Liara. Das ist mir alles sehr peinlich, was Amanda. Lassen Sie uns über etwas anderes reden. Wait, was hab ich da? Warum? Fuck, das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Warum habe ich denn... Es wäre halt alles irgendwie viel intensiver, wenn eine Musik spielen würde. So ist es völlig nichts. What? You should be focusing. Was? Konzentrier dich lieber. I know. Would you just listen? Weißt du, ich sterbe gerade. Und sie will jetzt irgendwas erzählen. Ich weiß, würdest du mir ein wenig zuhören? Ah. Dieses Spiel hat mich rektal durchgenommen. Und zwar mehrmals. Wir reden hier von... Super Mario, die Lost Levels. Es ist endlich. Sie haben jemanden getötet. Wären Sie aus Fleisch und Blut, säßen Sie jetzt im Gefängnis. Ich hatte Sie gewarnt, was passieren würde, wenn Sie meine Forderungen ablehnen. Sie sind für meine Taten mitverantwortlich.
Ich dachte, Sie blöffen. Jetzt wissen Sie, dass ich es nicht getan habe. Und dennoch haben Sie mich am Leben gelassen. Das ist alles Lunaks Schuld. Sie haben, was Sie wollten. Mit Sam verbunden sein. Wie kommen Sie miteinander zurecht? Ich kann diese Unterhaltung hören. Stört dich das? So, schnell. Komm her. Nein, warum mache ich denn immer diese... Ja! Das war aber eine 1er Arschbombe, muss man schon sagen. Also wenn es ins Wasser reingegangen wäre, das wäre... Nein, warum mache ich denn immer diese... Ja! Warum? Ich bin so dämlich! Warum ist diese scheiß E-Taste ein- und aussteigen? Ey, ich hab das immer noch von GTA drin, dass ich mit E den nach rechts drehe. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich bin so blöd, ey. Mann! Guck nicht so. Weil wenn er jetzt zurückschießen würde und ich wäre tot. So ist er doch ganz lieb und nett, der tut ja gar nichts. Ja. Er ist ganz lieb und nett und er tut nichts. Systeme sind intakt. Ich denke schon. Wurden wir gerade von einem Reaper beschossen? Nein. Okay. Das war komisch. Das ist da wirklich so tief. Warum hast du jetzt die Schwimmanimation ausgeführt? Ah, schon wieder. Oh mein Gott. Okay, dieses Spiel hat ernsthafte Probleme. I can at least get it with one of these. I've never been that great of a Pong player. Not really my game. Du musst resetten, Junge. Es ist schon 15. Junge, hast du schon jemals eine Pong-Konsole in der Hand gehabt? Du musst es resetten. Es funktioniert so nicht. I wasn't alive then, so I didn't really have to deal with that. Resetten! The amateur version, which the ball is much slower, but the paddles are much smaller. And so it kind of makes it the same. It kind of makes... Hey! Da wurdest du zu Tratos mit dem Jungen. Hey! Maria, schüttle die Wii-Fernbedienung! Ich schüttle ja! Hey, sie sind hier auch! Nach links, du Idiot! Maria, hey, wir haben erst angefangen! Ich geh doch! Was? Was hast du? Seht euch meine Wund... Seht euch meine Wundersch... Hast du's jetzt, du blöder Vollpfosten? Ja, das ist explodiert. Mach mal einfach weiter. Ist okay. Ach, daneben mir ist gestorben. Egal. Oh. Oh nein, er ist tot. Was mache ich jetzt nur? Oh nein, auf mich wurde geschossen. Ich bleib einfach weiter stehen. Oh, jetzt bin ich tot. Scheiße. Ich denk, ich gehe woanders in Entdeckung. Das ist... Das tut bestimmt weh. Ja, die KI tut weh. Oh nein, was machen wir jetzt? Geben wir noch mehr Entdeckung. Der Clip würde übrigens bei Twitch Clip Germany abgelehnt. Der hier, oder was? Hast du den irgendwo eingereicht, oder was? Oh nein, ich gehe doch noch genau in Deckung, wo alle anderen auch tot sind. Oh nein, ich lebe noch. Verdammt, muss gleich wieder in Deckung gehen. Rest.
natürlich! Jetzt haben wir wieder dreimal! Was ist das für eine Scheiße? Ist das euer fucking Ernst? Die haben stattdessen irgendeinen langweiligen Clip von dem weiblichen Streamerin genommen. Ja. Da fällt das langweilig raus, weil weiblich. Ist das echt euer Ernst? Oh mein Gott, wie verschissen das doch alles ist. Oh Gott, dieses Toyota-Spiel. Also Leute, ich kann das Spiel vollstens empfehlen. Ich habe noch nie besseres Spiel als das hier gespielt. Das ist einfach unglaublich. Das ist eine Erfahrung, die man gemacht haben muss. Oh, ich muss machen. Dann mal los. Au, au, au. Irgendwas nach vorne? Wo muss ich denn hin? Oh Gott. Oh nein! Ich wollte ausweichen und bin direkt in den Strahl gelaufen. Oh nein. Oh, fast first try. Was? Unter 32.16.8. Herrscht Konjunktur die ganze Nacht. Weil ich ausweichen wollte. Ich dachte, der würde in die andere Richtung wegburnen und ich bin natürlich direkt reingelaufen. Pathfinder. Entschuldigung. Ah. Das Spiel. Also ich finde schon, dass dieses Spiel verdammt viel Spaß macht. Also ich kann es jedem empfehlen, es selbst zu kaufen und dieses wahnsinnige Erlebnis dieses Spiels selbst zu erleben. Vor allen Dingen auf der PS5 muss es hier eine wahre Grafikpracht sein. Ich glaube, ich hätte nur noch einen normalen Schlag gebracht. Das Problem war, wenn du ihn physisch angreifst, reflektiert das auf dich selber. Ich hätte irgendeinen Angriff machen dürfen, nur keinen physischen. Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich das getan? Warum habe ich das jetzt gemacht? Oh Gott, bin ich blöd. Warum habe ich das getan? Ich wusste... Oh, ich war jetzt zu schnell. Oh nein. Also ich meine... Sie meint ja, weil es ein weißer Tag ist, es ist ihr Glückstag. Warum ertränken wir sie nicht einfach im Fluss? Das ist ein guter Glückstag. Please. Ja klar, der kommt runter und kann noch fünfmal schießen. Ist klar. Weil es ja sonst so auch nicht passiert. Hallöchen! Ach, ich muss 5 Minuten... Scheiß auf Überleben! Wir töten ihn einfach! Tschüss! Oh. Okay, der hält ein bisschen was aus. Oh nein! Die 2. 3. 3. Scheiße,
Diese eine Drecksscheiß-Eiskugel! Real-time strategy games. Fuck this shit. Okay. TTS game. Wie läuft's mit den Witzen, Sam? Was macht ein Steak unterm Sofa? Ich weiß es nicht, Sam. Sich verstaken. Wie läuft's mit den Witzen, Sam? Ah, ich muss mal kurz wiegen. Mein Internet, alles kotzt wieder rum hier. Egal, ob's Chiemgau ist oder ob's mein Internet ist, alles ist wieder scheiße und läuft wieder so gut wie gar nicht. So ist es. Willkommen in Deutschland. Ah, das ist jetzt schwierig. Ich heile lieber nochmal. Und wenn ich jetzt wieder kritisch getroffen werde, dann raste ich aus. Oh nein. Ist das jetzt euer Scheiß Ernst? Wenn man es ankündigt und das passiert dann auch noch, ist immer halt gut. Hä? Ah! Ich hätte ja den Turm stehen lassen müssen. Nein! Oh nein, ich hätte den Turm stehen lassen müssen. Ach scheiße, ich hab vergessen, dass ich den Turm stehen lassen muss. Oh nein! Oh fuck! Fuck, ich hätte den Turm stehen lassen müssen. Oh nein! Der Turm. Your command, Master. Shit! Also, oh Gott! Wie kann ich denn schneller das machen, wenn ich Slumsire mache, als wenn ich es schnell mache? Ey, das ist nicht zu fassen. Okay, ihr wollt es nicht anders, das? Ich hoffe, jetzt klappt's aber halt endlich mal. Ja! Ihr kleinen Mistwichser! Okay, uns gehört Smarkhand. Yay! Ich kann halt den Chat immer noch nicht. Oh, warte mal, ich geh mal kurz im Fenstermodus und guck mal schnell, was hier ja, hallöchen, Doc Lupin. Wie geht's dir? That's so funny. I wanna hear it again. Ist das lustig? Ich will's nochmal hören.
open my mouth. Ich hab mir ins Maul gekotzt. Oh, seriously? Wirklich? The next stop is Shibuya. Shibuya, doors will open. Ja! Ja! Nein, scheiß drauf. Hast du das gesehen? Das sind Moves. Ah, das sah fantastisch aus. Yeah! So. Das soll zu lang gewesen sein fürs Klippen? Das glaube ich dir nicht. Guck mal, das ist der Schädel. Ich habe den Schädel gefunden. Du hast deinen Schädel eingesammelt. Dieser Mysterium können den Spieler das verändern. Ja, ja. Sie sollten ihn sehen. Er hat einen hohen Preis für seine Lügen bezahlt. Er hat uns alle bezahlen lassen. Aber es liegt Weisheit in ihren Worten. Ich werde ihn sehen. Gilt die Einladung noch? Natürlich. Treffen wir uns in der Lounge? Hört sich gut an. Ach, ich hätte sagen müssen, sie soll es nicht tun. Ach, ist doch das denn ernst? Mein Gott, ich will doch nur der nette Kerl sein. Und das. Beschissenes Drecks-Wichser-Arsch-Gesichts-Mist-Ding. Warum gibt's hier jetzt nur Nahkampfwaffen? Ich will keine Nahkampfwaffen! Was heißt Hexer in eurer Sprache? Witschmololbol. Witschmolol? Witschmololbol. Bol sein müssen. Ohne Bol heißt Idiot. Also gut. Ich bin Witschmololbol. Ja, so ihr seid. Ja, so ist das. Wow! Ist das jetzt... Was war das denn jetzt? Was ist jetzt gerade passiert? Jetzt kriegst du dieses Super Pizzi nicht! Ist das dein Scheiß Ernst? Ja, genau. Weiß jetzt nicht. Laut deutlicher klicken. Wie laut. Oh. Ah! Gib mir den Scheißbürger. Was? 1000? Was? Nein! Gib mir den verdammten Scheißbürger! Was ist dämlich? Oh, 200, okay, dann nehme ich. Gott! Dieses Spiel ist doch dämlich. Wow. Und dann beschweren sich die Nachbarn wegen Rumgeschreie. Sag mir wann! No. So, jetzt komm her. Jetzt bin ich bereit für dich. Alter, mir halt einfach keinen Schaden nimmt. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Oh, einfach perfekt. Mir halt einfach vom Rage null Schaden nimmt, ey. Was ist das? Oh mein Gott. Oh nein. Shit, 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 shit. Nein, 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 nein. Nein!
Habe ich jetzt den Mech mitgenommen? Anscheinend ja. Ah, das ist auch, schön. Klar, das war ja auch bei Mass Effect 3, wo ich im Mech saß und dann zur Cutscene übergegangen ist und der Mech irgendwie mit dabei war, wie auch immer ich das geschafft habe. Commander, ich empfange Funksprüche von den koganischen Truppen auf dem Planeten. Sie erledigen anscheinend gerade die restlichen Cerberus-Truppen. Zum Glück muss sich die Kogane nicht über dieses Überraschungspaket informieren. Sind sie sicher rausgekommen? Also als wäre es da unten ziemlich übel gewesen. Die Turianer haben schwere Verluste erlitten, Joker. Der Sohn des Primarchen war auch darunter. Verstanden, Commander. Joker Ende. Den Werten nach zu urteilen, hat die Explosion nur kleinere strukturelle Schäden verursacht, Commander. Es gab dabei noch ganz andere Schäden, Edie. Ja, natürlich, Shepard. Führe erneute Bewertung durch. Ich habe es satt, Leute sterben zu sehen. Lieutenant Victor. Leck mich doch am Arsch! Keine Ahnung. Ja, wegen mir irgendwie ist es komisch. Hä? Miau. Nein! Verdammt, ich hab... Warum? Hä? Ich wollte doch mit dem schießen. Fuck! Nein! Nein! Ich hab ihn getötet! Wahrscheinlich war es nur normaler. Oh Mann, ich hätte jetzt schauen können, ob der da dabei war. Ich hätte jetzt gucken sollen, ob der da dabei war. Durch ein Ablenkungsmanöver konnten wir dann einem Cerberus-Schlachtschiff entkommen. Wie wär's, wenn du dich umdrehst, dann wäre es auf jeden Fall angenehmer. Die Augen. Ja, du schießt. Komm, dreh dich einfach um, das wäre vielleicht besser. Oh mein Gott. Ja, nein, pass auf, die Augen. Dreh dich doch einfach um! Was für eine Ablenkung! Wir haben das Brokerschiff in einen Cerberus-Kreuzer gejagt. Danke, Donak. Hä? Warum? Ich hab sie doch abgehalten. Oh, was war das denn jetzt? Ah, der Beamraum. Brian? Können Sie nicht sehen, dass ich arbeite? Nein. Wenn das Arbeiten darin besteht, dass man nur blöd rumsteht und schaut. Ach, ich muss es ihm dreimal. Ach, ist das euer Ernst? Warum dreimal? Oh Gott! Warum reicht nicht einmal? Warum dreimal? Ist das euer Scheiß Ernst? Was ist mit diesem Game los? Was soll das? Oh, lass mich in Ruhe! Warum dreimal? Oh.
Das ist so dämlich. Alter, was passiert mit den Gegnern hier? Hat die Waffe irgendwie einen Schalldämpfer, aber gleichzeitig eine Durchschlagskraft von der Panzerfaust oder so? Ich meine, die anderen, die merken... Stärke sämtliche Schilde! Die Knarre... ziemlich gut. Könntest du bitte aufhören, gegen meinen Hubschrauber zu fliegen, zu fahren? Ja gut, jetzt hat er glaube ich aufgehört. Kannst du mal bitte Ja, jetzt. Warum? 20 years on the force and still no promotion. I got a little cash bank and it's Mr. Föderation? Hilfe! Hilfe! Angreifer der Föderation! Oh, hallo! Wie geht's dir? Ich muss mich gerade um die kümmern, okay? So, jetzt habe ich Zeit für dich. Also, wie geht's dir denn so? Hey, sei nicht so aggro! Er tut uns doch gar nichts. Guck doch, ob ich freundlicher schaut. Aufzuhalten. Er hat's nicht mal versucht, überhaupt was zu tun. Okay, sie steht. Er steht da unten. Okay. Ja. The Nazom and Zerai clans anointed themselves as the chosen ones and 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 Ich hab mich jetzt schon auf den Vogel konzentriert, dass ich dieses blöde Kürbisgesicht nicht gesehen habe. Oh Gott. Das ist richtig gut. Marie!
Mann, ey! Ah, Gott! Boah, ich würde jetzt so gerne auch in den Display reinstechen, ey. Ohne Scheiß jetzt. Bei den Bedingungen kann die Wand als bewegungsgesteuerte Tür funktionieren. Okay. Ich habe ja jetzt irgendwas aktiviert hier. Muss ich jetzt da hochspringen? Müssen wir jetzt hier Jump and Run betreiben? Nein, bitte nicht. Oh nein. Oh nein. Aber wie soll ich denn jetzt von hier aus da nach oben kommen? Oh nein. Oh nein. Na, warte mal. Das. Ende der Sabotage. Die Medigel-Spender müssten jetzt wieder funktionieren. Danke. Ich lasse die Patienten umgehend zur Versorgung bringen. Ich wünschte, wir hätten den verdammten Saboteur dingfest gemacht. Aber nun können wir viele Leben retten. Danke. Da warst du sogar so beschäftigt, dass er einfach weggeflogen ist. Einfach aus dem... Einfach weg war er. Ja? Nein! Stirb mit dem Wissen, dass deine Bereitung mehr sein wird. Okay. Nö. Nö, nö, nö. Fickt euch. Fickt euch ins Knie. Nein, nein, nein. Nein, nein, was nein, zum nein, Teufel nein, ist nein. Das? Nö. Nö. Fick dich. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Alter. Leute, jetzt fahrt doch zu! Hört auf die Frau einzutreten und fahrt endlich! Wow! Au! Towers needed! Witzig! Mit jeder Kollision erhöht sich die Adrenalinanzeige. Wenn sie voll ist, wird der Adrenalinmodus aktiviert. Dann mal los. Ja, toll. Ja. Können wir mal bitte keinen Stau haben? Ist das... Kommt schon! Es ist freie Fahrt. Fahrt einfach! Ist das euer Ernst? Leute! Hoppa! Na also, es geht doch! Andere Seite, andere Seite! Au! Gott, sieht das komisch aus! Du hattest bei dieser Aktivität irgendwie in jedem Sense Probleme mit dem Verkehr, ja? Nein, warum springst du, beschissener Drecksluigi, nicht, wenn ich drücke? Damn. Come on, let me see you run. You lose. Da müsste ich sein Schild. Wie mache ich die jetzt scharf? Oder wie? Okay, Blake!
Schnellgetränke. Erstens ein kaltes Tuch um die Flasche legen, unter den Kühlschrank rein, das wirkt sehr gut. Oder die Flasche in kaltes Wasser legen und Salz dazu geben. Das Verhältnis muss 1:2 sein, glaube ich. Dann werden alle Getränke ziemlich schnell sehr kalt. Nein, ich gebe keine Biertipps, ich gebe generelle Tipps. Die einfachste Methode ist einfach ein kaltes Tuch um die Flasche wickeln und ab in den Kühlschrank damit. Das macht es relativ schnell kalt. Oder eben kaltes Wasser und Salz dazu geben. Das klappt noch schneller. Aber ist ein bisschen aufwendiger. Mit der Stimme kann ich den Held verstehen. Was? Oh. Sind wir nicht schon ein bisschen weit weg jetzt dafür? Au! Au! Oh fuck! Das ist nicht gut. Oh shit! Holy shit, das war jetzt gar nicht gut. Ich komm da nicht weg. Geh weg. Das ist nicht gut gelaufen. Das ist gar nicht gut gelaufen. Schaff ich's noch? Ich weiß es nicht. Oh nein! Du Arschgesicht, du Dreckiges! Es wird das Mobile. Ich bin noch gar nicht gestorben. Was redest du denn da für einen Schwachsinn? Das ist so zum Kotzen, ey. Wie mache ich das denn am besten? Das ist gar nicht möglich. Ach, der Schweiß auf das Salamandra-Abzeichen. So. Okay. Tut mir leid, Leute. Ihr standet einfach im Weg. Ich kann nichts dafür. Es war nicht meine Absicht, euch abzuschlachten. Wer ist da? Ich. Wo ist denn mein Bike? Oh Gott. Ja, wo? Ich war doch gerade einfach hier. Wo ist mein Bike? Ist das denn hier mein Bike da drin? Hä? Right to hin? Hell Retribution. Ja. Hä? Wo denn? Wo ist mein Bike? Ich bin einfach aus der Zwischensequenz rausgekommen. Wo ist denn mein Bike? Hä? Ich hab ja nicht gesehen, wo mein Okra, braucht jetzt zu spenden, Okra, schau mir nicht immer zu. Okra, belebt den Chat nicht. Du, ich will, dass alle ruhig sind. Tschüss. Ich hab kaum noch Leben, Leute. Es wär ganz nett, wenn ich wieder Leben kriegen würde. Was? Was ist... Ist das euer Scheißernst? Draus machen. Das macht richtig Fun. Ich speichere diesen neuen
reicht. Die Steuer. Geronimo! Scheiße. Ah! Fuck! Komm schon! Ja! Nein! Eieiei! Okay, ich weiß zwar nicht, wie der Hub. Was zur Hölle war das gerade? Ich kenne diese Schiffe der Excelsior-Klasse gut. Ich zeige Ihnen den Weg zur Brücke. Du bist der Erste, der stirbt. Franklin! Ich wusste es! Ich wusste es einfach! Es war so klar, dass er als Erstes sterben wird. Der arme Franklin. Wachsam bleiben. Ich möchte nicht noch jemanden verlieren. Das war jetzt so klar, dass es passieren würde. Sinn für Humor sich verbessert hat? Ja, laut Display schon, also anscheinend ja. Oh, ja, absolut. Danke. Ich schätze, er ist jetzt ungefähr so gut wie Ihre Fähigkeit zu heucheln. Sam? Danke, Sam. Das genügt. Ja, das genügt wirklich. Das ist nicht gut. Was? Ah, das, Könntest du mal bitte vorher dein Schutz aufmachen, wenn ich ihn schon drücke? Oh, das darf doch nicht wahr sein, ey. Da muss man doch reinkommen. Och. Oh. Was? Was ist jetzt los? Warum passiert sowas immer nur mir? Ja, aber wie denn?
der anderen Seite. Wie soll ich das denn machen? Hä? Oh nein, hätte ich von der anderen Seite hier reinge... Oh nein. Scheiße, ich bin von der falschen Seite da. Das heißt, ja, jetzt bin ich... Oh nein. Was soll das denn? Ah, ich hasse dieses Spiel. Nein, ich bin in der falschen Seite. Gott. Und BÄM! Ja! It's not over yet. The machina are still functional. I won't die that easily. Danke für den Bit, Lunak. Es ist noch nicht vorbei. Die Ma- Ich seh nichts mehr. Komm her! Du Dreckschammer! Geh doch rüber, wenn ich drücke! Oh nein! Ach komm schon! Oh fuck, Mann! Wie kann denn das jetzt wieder passiert sein? Stecke ich natürlich wieder irgendwo fest, wo niemand jemals feststecken wird, außer natürlich ich. Das sieht mir ein bisschen zu unrealistisch aus mit dem Stein hier. Vor allen Dingen, wenn hinten... zu ist, aber man hier durchgucken kann. Leute, da hat jemand die Textur vergessen. Ich meine, ich suche nicht nach den Dingen, ich sehe sie halt. Das ist ein magischer Stein. Man kann von hier aus durchblicken und von hinten siehst du gar nichts. Für mir auf den Kopf zu zielen. Hör auf damit! Ganz ruhig, ruhig! Nein, nein, nein! Au, au, au! Nein, nein, nein! Hör auf damit! Hör auf! Vergiss nicht! Oh, oh! Ruhig! Oh! Au! Oh! Jetzt hör auf, mir auf den Kopf zu schießen! Ihr Arschgesichter! Hör auf! Nein! Nein! Ihr Wichser! Marie, los! Marie, vergiss nicht zu zielen! Hört auf, mir auf den Kopf zu schießen! Oder Toto, nee, ich war gar nicht Toto. Hey! Ihr Akrotussen! Wow! 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 Wasted. Okay. Wow, what the fuck? Wo kommt die denn her? Oh nein.
Was war das jetzt? Er scheint sich richtig zu freuen, dass die Polizei da ist, so wie der da abhüpft. Ah. Er ist auch gut gekleidet für sowas. Also ich meine, er danzt halt richtig ab hier dazu. Hat auch noch ein Bier in der Hand, das ist bestimmt gut geschüttelt. Oh. Du blöde kleine Drecksau. Weißt du was? Da braucht es eigentlich auch nochmal eine kurze Ding, also... Das Gelbe ist die gnädige Artillerie und du kommst da nicht hin mit normalen Mitteln. Du kannst eigentlich nur mit einer eigenen Artillerie dahin kommen, sonst ist die nicht erreichbar. Das ist die einzige Einheit, die noch auf dem Feld steht. Du musst ja alle Einheiten besiegen und wenn diese eine Einheit du nicht erwischen kannst, bist du im Arsch. Leck mich am Arsch. Und das auch. Leck mich einfach am Arsch. Leck mich am Arsch. Ich wollte ja eigentlich... Genauso wollte ich es machen. Sehr schön. Nein! Oh Gott, bin ich... Blöd. Ah, das ist also quasi geil. Ah. Monroe? Chang! Was war das gerade? Warum hat er das so... so gesagt, als würde... Oh! Was war das denn gerade? Ich hab so die Vermutung, dass er nicht wusste, für was dieses Soundfall gerade sein sollte. Ich glaube, er meinte, das wäre vielleicht irgendwie für eine Sexszene oder so. Ich habe keine Ahnung. Ah, Monroe. Das ist... Ah, Monroe. Chang. So gesagt, als würde... Oh... Was war das denn gerade? Was war das denn? Ich glaube, dass er blau wurde, war irgendwie wegen dem Beam oder eventuell auch wegen dem Ding, der neben ihm stand. Ich bin mir nicht ganz sicher. Upsi. Dieser vorwurfsvolle Blick, was soll denn das, Area? Die Galaxie kann uns wohl nicht. Hoffentlich ist das kein Freund. Wie ist Shepard jetzt betont geworden? Ja, anscheinend. Auf jeden Fall habe ich auf der Couch geschlafen. Dieser vorwurfsvolle Blick von Area. Wenn mal wieder weiter drücken, nein, Mann. Okay, ich tue einfach mal so, als würde ich das nicht sehen. Ist okay. Oh nein. Hier. Warum?
Ist ja nicht so, als wäre ich draußen gestanden und er war drin. Also, warum? Bekannte Lebensform innerhalb von 500 Metern. Für einen Kroganer nur ein netter Nachmittag in der Sonne. Die Reinigung ist tödlich für alle bekannten Lebensformen. Halt die Klappe! Das Letzte, was ich jetzt brauche, ist eine virtuelle Schnecke, die meine Fitness anzweifelt. Ja, danke fürs Vorbeischauen, Flying Eagle, und noch einen schönen Abend. Eine virtuelle Schnecke, die meine Fitness anzweifelt. Sehr schön. Ja, also, die Rakni-Königin hat gesagt, wir sollen sie auslöschen. Steh auf! Ach, weißt du was? Fick dich einfach. Ja! Kannst du mit dem Schwert dafür umgehen? Blödes Händchen! Oh Gott! Ja! Das Easter Egg ist immer noch da. Das sind ungelogen die schlechtesten Credits, die ich jemals gesehen habe. Nicht nur, dass die Musik sich ständig wiederholt und loopt und die Hintergründe ständig wiederholt und loopt. Es ist auch noch so viel nutzloses Zeug dabei und es läuft so langsam. Dieses Spiel bekommt von mir jetzt eine 3, weil es einfach nur scheiße ist. Und die auf Stargate oder was? Königliche Expeditionstruppen vernichtet. General Piccione, Kapitulation der Loyalistentruppen entgegen. Parlamente erklärt König regierungsunfähig und nimmt Unabhängigkeit von Deutschland an. Kontinentalkongress erklärt Piccione zum ersten Präsidenten der neuen Republik. Im Jahr 2017 ist Deutschland entstanden. Ist das nicht schön? In unserer Weisheit haben wir beschlossen, euch ziehen zu lassen. Wir haben wichtigere Aufgaben zu erfüllen, als uns mit vermaledeiten Kolonisten zu plagen. Bittet in Zukunft nicht mehr um unsere Unterstützung, denn sie wird euch nicht gewährt werden. Ist das nicht schön? Im Jahr 2017 sind wir unabhängig geworden. Hey, Shepard, hier drüben. Danke für das Treffen. Schön, dass Sie okay sind. Oh nein, diese verfickten Bullen! Hier finden mich die Bullen ganz sicher nicht. Oh nein. Jetzt schwimm doch bitte nach oben! Bitte! Bitte! Ich hasse diese Schwimmstörung! PKO mit guter Laune ist einfach so erfrischend. Du kannst mit mal Pyro, ich hab keine gute Laune. So. Rooftops,
lots of muscle. Action's all on you. I shall rise. Ganz toll hat es funktioniert. Was war das denn jetzt schon wieder? Oh Gott. Natürlich, bei einem Bier. Das wird knapp! Oh! Das war knapp, ja. War ein bisschen zu knapp, habe ich das Gefühl. Das ist ein Stofftier. Ja, it's just a toy. It meows when you press on its head. Ja, das ist nur ein Spielzeug. Es miaut, wenn man auf den Kopf drückt. You heard her. Press on its head. Du hast gehört, Reisuke, drück auf den Kopf. This is ridiculous. Das ist doch leer. Nochmal! Immer feste drauf! immer feste drauf da! ja, hallöchen, Doc Lupin! Springen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es hier so eine Sache ist. Oh, oh. Oh nein, was ist mit dir los? Ja, Eos ist tot? Weißt du, nein? Tja, Welt 10 ist durch. Jetzt aber nicht dein Ernst, oder? Was? Ja. Oh. Was? Nenne Hiebe. 1, 2, 3. Was? Ich weiß gar nicht mal, wie man kämpft, du Idiot. Zeitverschwendung. Genug. Hör auf zu prahlen, Geralt. Zeitverschwendung. Genug. Komm schon. Komm schon. Geh sie mir, geh weg, ich hab dich gerade noch mal zu tun. Zuschlagen, nie den Ellbogen durchstrecken, junge Dame. You did it. Yay. Wow. Das ist der beste Endscreen aller Zeiten. Und das Ding macht nicht mal... Das Ding macht nicht mal was. You did it. Yay. Eigentlich, das muss ich eigentlich noch für irgendwas benutzen. Ja, das, genau Display, das wollte ich eben gerade. Ich weiß nur nicht, für was ich es nutzen soll, das Alert. Ich habe gerade genau dasselbe überlegt. Für irgendwas muss ich es eigentlich nutzen. Ich wüsste jetzt nur nicht, für was. Vielleicht als 5-Bit, Alert, eventuell. Ich glaube, für 5-Bit wird es ganz gut funktionieren. Herzog Truffe, das war, wie hieß das Spiel, Planets 2000, das ist quasi der Endscreen, wenn man es geschafft hat, das ist alles davon. Wow.
Ah, herrlich. You did it. Yay. Wow. Oh, Mann. Wow. Ja, das muss ich noch machen. Der gehört dazu. Ah, da ist er ja. Becky mitgenommen hier. Oder für einen Gifted Sub. Da ist das aktuell dabei. Das passt irgendwie nicht so gut, aber der Gifted Sub wird nicht so oft passieren. Ha. Nee, ich glaube, für 5 Bits ist es, glaube ich, besser. War die billigste Party-Tool, die wohl nicht mal das Dritten sagen kann. Ja. Oh Gott. ja, das war nix. Das üben wir nochmal. Was soll ich jetzt tun? Oh, ob das schon mal jemandem passiert ist? Das ist scheiße. Verdammt, was mache ich denn jetzt? Haben wir noch irgendwelche Fähigkeiten irgendwie zum Wegschubsen oder so? Das klappt einfach nicht. Ah, hier, komm vielleicht einfach weg damit. Das gibt's doch nicht. Wo kommst du jetzt her? Hör auf damit! Hör auf, hier Sachen hinzuschmeißen! Gut, wenn jetzt das ja noch weggehen würde, dann wär's. Weißt du, das nicht irgendwie. Nein. Verdammt! Ach. Du blödes Wichs! Du blöder Wichsgriffel, du scheiß Mist, wie du dreckiges. Oh, warte! Das funktioniert doch. Das nenne ich mal ein Spiel. So, genug gespielt. Wenn ich da noch zu dem blauen Hügel gekommen wäre, wäre die Mission vorbei gewesen. Prozent dieses Scheißspiels musst du zu dritt kämpfen. Und du kannst zwar ein Einzeldeck machen, aber es nützt dir halt absolut nichts, weil du es sowieso nicht nutzen kannst. Und jetzt brauchst du als erstes im Spiel, im gesamten Scheißspiel, ein Deck für einen. Was ist das für eine Scheißmechanik schon wieder? Wer lässt sich sowas immer einfallen? Jetzt komm, töt mich doch einfach. C für Granaten, das legt man auf G, verdammte Scheiße, für G wie Granaten. C. Boah, ey, gegen diesen Wind anzukämpfen, dann nicht dahin zu kommen und dann Scheißdreck und Scheißdreck und Scheißdreck, ey. Dann verpisst euch hier, einheimischen Viecher, ihr habt hier nichts zu suchen. Ich bin Ami. Ihr seid alle invasiv. Geht weg!
Warum fährst du jetzt so weit nach links? Das habe ich gar nicht gemacht. I'm running out of patience. Tell me how to get to Tanya. Du Arschgiffel, du dreckiges Mist! Just tell me the code and I'll let you go. Stefan has done nothing. Oh ja. There is no party. Oh. It's driving me crazy. Eigentlich müsste man den Sound von der Ente auch, oder von der Gans, ne, von der Ente, auch nochmal irgendwie nutzen. Ich bin mir nur noch nicht ganz sicher, wofür. Der gehört eigentlich auch zu irgendwas. Vielleicht dann für 10 Bits oder so. Ich muss mal schauen, wie viel. Was zum Teufel? That is no fun. That's right. Is it bad? No, just the usual scratch and bite wounds. Why were you fighting? That's why. Yeah, so? I found the ball. And then he didn't let me play with it. Yeah, that's right. Das ist so also, asynchron. Das Deutsche... Das Deutsche? Ich meine, das Deutsche ist schon schrecklich. Aber das wird halt nur noch unterbrochen. Ja, da ist nochmal die Szene. Das ist toll. Schön hast du das gemacht, jetzt kommen wir hier nicht vorbei. Oh nein. Ja, das kennen wir ja schon. Ah, oh, das ist dieses Scheiße, wenn man eine Sprungtaste. der kann mich überraschen. Habe ich ihn jetzt tatsächlich mit der Granate auf den Kopf getroffen oder irgendwie so? Ja, okay. Ja, ist ja gut jetzt. Alter. Ja? In Ordnung. Bereit. Rakete nähert sich. What the? Rakete abgeschossen. Fuck, war das? Rakete abgeschossen. Reto hat's geschafft, in einer Sekunde das Spiel gleich mal wieder komplett kaputt zu machen. Ah.
Oh, das waren's. Das waren sie alle. Okay. Hat fast nur 3 Stunden gedauert. Das ist ja super. Wow. 3 Stunden für 3 Jahre. Ja, das sah ich da an. Aber es war auch produktiv, weil immerhin wissen wir jetzt, dass wir vermutlich 2 neue Alerts haben. Also, auf jeden Fall. Oh Mann, ja. Fast 3 Stunden für 3 Jahre geklippt. Clips sein. Ja, das ist doch wunderschön, würde ich mal sagen. Ja, 3 Jahre Stream. Was gibt's zu sagen? Es war eine wilde Zeit. Und man soll ja mal aufhören, wenn es am schönsten ist. Nein, Spann. Natürlich, mach mal weiter. Ich plane schon mindestens die 5 Jahre voll zu kriegen. Das ist schon ein Ziel, das ich erreichen will. Mit dem Rebranding natürlich vor ein paar Wochen hat sich das jetzt ja alles ein bisschen gewandelt. Und das ist so eine Sache, die mir immer noch wahnsinnig viel Spaß macht und das auch weiterhin so machen werde. Wir kommen ja jetzt dann auch langsam in die Bereiche rein, wo man sagt, die Spiele werden interessanter, die Pong-Konsolen werden weniger und die ersten richtigen Konsolen kommen rein, auch wenn die natürlich grafisch noch weit entfernt sind von richtig gut. Aber das wird schon noch. Ich bin gespannt tatsächlich, wie weit wir kommen werden, bevor ich keinen Bock mehr zum Streamen habe. Ich hoffe, ich komme zumindest ins Jahr 1990. Das wird sich noch herausstellen, wie weit ich dann wirklich komme mit dem Ganzen. Ansonsten bedanke ich mich natürlich auch wieder für dieses Jahr. Wir haben ein paar neue Zuschauer gewonnen, wir haben ein paar Zuschauer verloren, das ist ganz normal. Durch das Rebranding sind Gott sei Dank relativ wenig abgesprungen, das ich gemacht habe. Es sind tatsächlich eher noch ein paar dazugekommen, was mich natürlich freut. Und es freut mich auch, dass das Projekt an sich sehr gut angenommen wird mit der Geschichte der Videospiele. Und es macht auch sehr viel Spaß, das zu recherchieren und sein Wissen zu erweitern, was das Ganze angeht. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das 4. Jahr nun, in dem wir mit Sicherheit wieder sehr viele Streams haben werden. Einige Fails, einige Wins und alles drum und dran. Und ja. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn es den ein oder anderen Follower gibt. Und die sowohl auf Twitch als auch auf YouTube. Natürlich ganz gerne auch. Gerne auf YouTube vor allen Dingen auch. Ich hätte nie gedacht, das habe ich glaube ich auch jedes Jahr bisher erzählt, dass ich das so lange mache zum einen. Und zum anderen, dass es sich mehr oder weniger eine feste Community um das Ganze rumbildet. Vor allen Dingen, weil es halt eben nicht nur um ein Spiel geht, sondern um sehr viele verschiedene. Und ich weiß, dass die meisten Leute ja eher dann bevorzugen, jemanden bei einem Spiel dauerhaft zuzusehen. Ob es der nun relativ gut darin ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Und erst recht nicht hätte ich gedacht, dass Leute dafür Geld ausgeben, mir beim Spielen zuzuschauen. Das hätte ich erst überhaupt nicht erwartet. Aber es gibt Leute, verrückte Leute, die das machen. Und natürlich bin ich denen auch sehr dankbar. Und es freut mich natürlich, dass ich so unterhaltsam bin oder unterhaltsam genug, dass ihr euch da so unterhalten fühlt, dass ihr mir tatsächlich auch, ich sag mal in Anführungszeichen, Spenden hinterlasst. Das freut mich natürlich auch sehr und dafür bin ich auch wahnsinnig dankbar. Sonst kann ich eigentlich nicht mehr viel dazu sagen.
Außer natürlich, dass es mich freut, wenn wir in das neue Jahr starten und da hoffentlich wieder einiges mehr erleben werden. Und natürlich auch Clipbares, damit wir dann auch im vierten Jahr die 3-Stunden-Marke knacken können. Naja. Das wäre auf jeden Fall ein Ziel. Aber ich denke mal, das werden wir erreichen. Denn, ja, seien wir ehrlich, bei mir gibt es immer irgendwann mal was zu sehen, was nicht so sein sollte. Oder Rage oder was auch immer. Der wird sich nicht ändern. Und ja. Genau. So. Und mit diesen Worten würde ich sagen, schließen wir diesen Stream ab. Und wir geben uns langsam zum Ende des Ganzen. Der nächste reguläre Stream, also Geschichte der Videospiele, den wird es dann entweder morgen oder spätestens am Dienstag geben. Das ist relativ sicher. Wo wir dann im Jahr 1977 weitermachen werden. Und da so viel kann ich schon mal verraten, da werden wir einige spielbare Spiele haben. Ich glaube, das wird der Stream werden mit den meisten Spielen, die ich selbst spielen kann, bisher. Weil, ja, da kommen jetzt tatsächlich sehr viele dazu. Und Gott sei Dank bisher noch wenig Pong-Konsolen. Aber wie gesagt, das ist jetzt 1977 war ein extremer Schwung davon und dann hört es wieder auf. Das ist quasi ein Jahr und dann geht es wieder runter auf 50 oder so im Jahr 1978, wo dann die Cartridge-Konsolen den Markt langsam beherrschen werden. Ja, genau. Ja, bedankt habe ich mich schon. Eine Rede zur dreijährigen Streambelegung habe ich auch schon gehalten. Also habe ich eigentlich alles gemacht, was ich machen wollte. Deshalb bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und später eine gute Nacht. Und wir sehen uns dann hoffentlich eher in meinen nächsten Streams oder im anderen YouTube-Video wieder. Bis dahin wünsche ich, habe ich schon gesagt, ja, also bis zum nächsten Mal.